Im letzten Trainingsvideo habe ich schon zwei von diesen langen Aufgaben vorgerechnet, wo man Klammern auflösen und zusammenfassen soll. Das gleiche nochmal mit etwas anderen Zahlen und es gibt auch nur noch eine Aufgabe. Drück jetzt auf Pause und mach diese Aufgabe mal alleine. Wenn du nicht weiterkommst, schau dir das Video an oder natürlich am Ende zum Vergleichen. Du kannst dir natürlich auch das Video von davor nochmal anschauen. Da ist das gleiche nochmal mit anderen Zahlen, vielleicht kannst du das auf diese Aufgabe übertragen. Ganz wichtig ist, du musst die Punkt-vor-Strich-Rechnung beachten. Also erst hier Multiplikation und da auch und dann erst dieses Minus hier. Wie man mit diesem Minuszeichen hier umgeht, habe ich auch im letzten Video nochmal erklärt. Also ich fange jetzt mal an. 2w mal 6w. 2 mal 6 ist 12 und w mal w ist w hoch 2. 2w mal 8a hoch 2 ist 2 mal 8 ist 16, w a hoch 2. Dann 6a hoch 2 mal 6w ist plus 36 a hoch 2 w. Und 6a hoch 2 mal 8a hoch 2, 6 mal 8 ist 48. Und was ist a hoch 2 mal a hoch 2? Denkt ihr das folgendermaßen. A hoch 2 ist das gleiche wie a mal a. So, wenn da jetzt steht a hoch 2 mal a hoch 2, ist das das gleiche wie a mal a mal a mal a. Und das ist gleich a hoch 4. Klar? Das mache ich hier unten wieder weg, dann stört das nicht. 48a hoch 4. Jetzt kommt das Minuszeichen. Ich schreibe in der nächsten Zeile weiter. Minus. Und dieses Minuszeichen gilt für dieses ganze Ding. Für diese gesamte Multiplikation. Das heißt, diese zwei Klammern, die jetzt aufgelöst werden, muss ich trotzdem nochmal in eine Klammer reinschreiben. Wenn ich das nicht machen würde, dann würde dieses Minus ja nur für diesen ersten Term hier gelten. Minus 3,4w mal 1,1w. Und das ist nicht das, was wir wollen. Also ich mache eine neue Klammer auf. 3,4w mal 1,1w ist 3,74w hoch 2. 3,4w mal minus 3,1a Quadrat ist minus 10,54. Das habe ich mir vorher schon ausgerechnet. Keine Sorge, ich bin nicht so schnell im Kopf rechnen. 10,54w a hoch 2, dann 2a hoch 2 mal 1,1w ist 2,2a Quadrat w und 2a Quadrat mal minus 3,1a Quadrat ist minus 6,2a hoch 4, Klammer zu. Jetzt muss da unten diese Klammer noch aufgelöst werden. Ich will das alles nicht nochmal abschreiben, deshalb korrigiere ich das direkt hier rein. Du machst das in der Klassenarbeit bitte nicht. Also, ich mache die Klammern weg und die Regel lautet, wenn ein Minuszeichen vor der Klammer steht, dann kann man die Klammer weglassen, aber man muss alle Vorzeichen in der Klammer umkehren. Hier steht ein Minus, daraus mache ich jetzt ein Plus. Oh, ich das in Blau kriege, so. Plus. Dann aus diesem Plus hier mache ich ein Minus. Minus. Und aus diesem letzten Minus hier ein Plus. So. Jetzt zusammenfassen. 12w² und minus 3,74w² kann ich zusammenfassen. Das ist gleich 8,26w². So, dann haben wir 16wa² plus 36a²w. a²w ist das gleiche wie wa². Dann plus 10,54wa² und minus 2,2a²w. Das ergibt zusammen, habe ich auch schon vorher gerechnet, das ergibt plus 60,34wa². Und dann noch
48a hoch 4 plus 6,2a hoch 4 und das ist plus 54,2a hoch 4. So, diese Aufgabe ist auch eine ziemliche Zumutung, ich sehe es ein, aber jetzt haben wir es geschafft.